Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer Anfang Mai durch Mecklenburg-Vorpommern fährt, der kann sich an dem gelben Blütenmeer der Rapspflanzen erfreuen. Gerade für Touristen ist die Rapsblüte Anfang Mai mittlerweile ein Highlight geworden. Dies ist vor dem Hintergrund, dass im letzten Jahr ca. 250.000 Hektar, das sind über 19% der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes, mit Raps angebaut wurde, durchaus nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, Raps wird schon seit Jahrhunderten kultiviert, aber erst seit Mitte der 70er Jahre, nachdem es gelang, den Raps Erukasäurefrei zu produzieren, dient er auch als Lebens- und Futtermittel. Heute wird Raps in erster Linie zur Gewinnung von Rapsöl angebaut. Dieses Öl dient dann als Speiseöl, Futtermittel oder Biokraftstoff. Es wird in der chemischen Industrie, in der pharmazeutischen Industrie verwendet und dient als Grundstoff für verschiedene Materialien. Als Koppelprodukt fällt bei der Rapsölgewinnung je nach Verarbeitungsmethode 2/3 der Rapsmasse in Form von Rapskuchen oder Rapsextraktionsschrot an. Diese Koppelprodukte finden als eiweißreiche Tierfutter Verwendung und können so die Importabhängigkeit von Sojaprodukten einschränken. Eine herausragende Bedeutung haben die Rapsfelder in unserem Land für die Imkerei. So sind die Rapsblüten eine der wichtigsten und ergiebigsten Nektarquellen für Honigbienen. Ein Hektar Raps kann in seiner Blühsaison eine Honigernte von bis zu 494 Kilogramm einbringen. Neben diesen Leistungen für Ernährung, Futtermittel und stoffliche Nutzung trägt Raps einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende bei. So wird der Raps zum großen Teil als Biokraftstoff, welcher CO2-neutral ist, verwendet. Auch in unserem Land haben sich Raffinerien zur Herstellung von Pflanzenöl, Kraftstoff oder Biodiesel etabliert. Gleichzeitig ist Raps ein wichtiger Bestandteil der Fruchtfolge unserer Landwirtschaftsunternehmen. In der Fruchtfolge mit Getreide sorgt Raps dafür, dass die biologische Aktivität des Bodens gefördert und mit dem Verbleib von Pflanzenteilen auf dem Feld die Humusbildung aktiviert wird. All dies, meine Damen und Herren, sind gute Gründe dafür, weshalb der Rapsanbau in Mecklenburg-Vorpommern auf bisherigem Niveau erhalten bleiben muss. Gegenwärtig jedoch ist zu beobachten, dass auf zahlreichen Feldern des Landes die Rapssaat umgebrochen werden muss. So sind etwa 15% der bestellten Rapsanbaufläche in Mecklenburg-Vorpommern von Schädlingen wie Kohlfliege oder Erdfloh befallen. Aufgrund der Schädigungen der Pflanzen ist mit erhöhten Auswinderungsschäden zu rechnen. Die EU-Kommission hat zum Schutz von Bienen den Einsatz von Neonicotinoiden, Pflanzenschutzmitteln, eingeschränkt. Zur Umsetzung dieser Vorschriften hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für bestimmte Pflanzenschutzmittel mit diesen Wirkstoffen angeordnet, die Zulassung von Mitteln auszusetzen. Betroffen sind auch Mittel zur Saatgutbehandlung von Raps. Hintergrund dieses Beschlusses der EU-Kommission war der Verdacht,
das Neonicotinoide das Nervensystem der Bienen beeinträchtigen. Anlass war die unsachgemäße Beizung und Aussaat von Mais im Frühjahr. Umso unverständlicher ist das Verbot der Beizung von Rapssaat im Herbst. Meine Damen und Herren, eine Sonderform des Beizens, die bei Raps angewendet wird, ist das Pelieren. Dabei wird das Saatgut mit einer Hülle aus Pflanzenschutzmitteln und Dünger umgeben, sodass jedes Saatkorn ein einheitliches Gewicht und eine einheitliche Größe hat. Das Verfahren ist mittelsparend und umweltverträglich, denn 100 Gramm Wirkstoff können ausreichen, um das Saatgut für einen Hektar zu behandeln. Diese Vorteile kommen aufgrund des zweijährigen Verbotes nicht zur Geltung. Vielmehr kommt es zu erheblichem Befall mit Schädlingen, sodass die Pflanzen im Wachstum gehemmt werden und weniger Wasser und Nährstoffe aufnehmen können. Um dennoch die Rapspflanzen gegen Raps, Erdfloh und kleine Kohlfliege zu schützen, sind nunmehr wiederholte Anwendungen verschiedener Pflanzenschutzmittel mit anderen Wirkstoffen notwendig. Die Wirkstoffmenge pro Hektar ist mit der nun getroffenen Regelung deutlich größer als bei der Beizung. Meine Damen und Herren, der Rapsanbau in Mecklenburg-Vorpommern ist von immenser Bedeutung, sowohl für die Produktion von Lebens- und Futtermitteln als auch für die Produktion von Bioenergie. Gleichzeitig stellt der Rapsanbau einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit bei. Aus diesem Grunde ist meine Fraktion der Auffassung, dass das Verbot der Rapsbeizung mit Neonicotinoiden Wirkstoffen überprüft werden muss und die Landesregierung einen Bericht zu dessen Auswirkungen bis zum 12. März 2015 vorlegen soll. Gleichzeitig gilt es, Maßnahmen zu ergreifen, die entweder die Wiederzulassung von diesen genannten Wirkstoffen in der Rapsbeizung oder Ersatzwirkstoffen ermöglichen. Dies muss bis Mitte August des kommenden Jahres umgesetzt werden, da zu diesem Zeitpunkt die nächste Rapsaussaat erfolgt. Die Bedeutung des Rapsanbaus für unser Land habe ich ausreichend beschrieben. Deshalb fordere ich Sie auf, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Dankeschön.